Und wie man streit, die Schweiz zu, dass man die Finanzen offenlegen, dass man nur noch nicht mehr in fossile Energieträger investieren. Oder wie sehen Sie das? Es geht noch weiter. Ich glaube, der Finanzplatz ist eines von diesen Beispielen, wo die Schweiz Möglichkeiten hat, zum weltweiten Einfluss zu nehmen. Ich kann nicht von da aus alle globalen Probleme lösen und es wäre besser, würde man anders lupfen. Oder? Aber unser Finanzplatz hat so eine grosse Bedeutung weltweit, dass er die Chance und den Hebel hätte, wenn er sich auf Nachhaltigkeit zur Nachhaltigkeit bekennt, über seine Investitionen, aber auch über seine Finanzierungen entsprechende Anreize in einem liberalen System Anreize zu schaffen, dass Nachhaltigkeit und ökologisch gescheite Lösungen bevorzugt werden. Und das hat aber auch im Inland entsprechende Konsequenzen, wenn zum Beispiel nachhaltige Anlagen Vorschrift führt. Wenn man sagt, dass eine Pensionskasse, eine Bankenversicherung im Rahmen für ihre Treuhänder ist eine Sorgfaltspflicht, Geld so muss anlegen, dass es klimaschädigend ist, dann würde zum Beispiel das bedeuten, dass sämtliche Pensionskassen ihre ganzen Gebäudepack müssen energetisch sanieren. Das ist ein riesen Hebel, einerseits ökologisch, aber es ist ein riesen Auftragsvolumen für unsere KMU und Wirtschaft. Das sind wirklich Sachen, Herr Stocker, der Zahlbevorung, wo man nebst ökologisch sinnvoll und auch ökonomisch attraktiv machen kann. Und selbstverständlich darf nicht im Zentrum des Bekämpfung Klimawandel stehen, als man sich vielleicht ein goldenes Viertel verdient.